So, Titan Heights Apartments. Gesucht. Flüchtlinge von Earthgov. Psychopathisch gefährlich eingestuft. Nolan Stross. Genau, der Stross. Nicht nähern. Sofort Aufenthaltsort melden. Ja, perfekt. Was? Energiesperre aktiviert. Überbrücken. Bitte einen Energieknoten zum Überbrücken des Schlosses verwenden. Ja, im ersten Teil war das schon irgendwie so ein bisschen so, hat sich nicht so wirklich gelohnt, ne? Okay, 12 anstatt 10 Schuss haben wir jetzt. Nice. Hier spricht Direktor Titan. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Tja. Tja, tja, tja. Na, gehen wir hier mal weiter. Speer. Nice. Was war denn mit ihm? Wie ist er denn da gerade rumgehampelt? Holy shit. Ah, ein Energieknoten. Nice. Okay. Da drüben geht auf jeden Fall Party, würde ich sagen. Hier ist so. Okay, gut. Hier drüben ist so Aussicherungszone, glaube ich. Hier drüben ist einfach so für die Leute, die schon am Anfang ein bisschen abkacken. Und die erstmal ein bisschen Pause brauchen. Und die da drüben haben überlebt. Guck mal. Also er zumindest. Er hat überlebt. Sehr gut. Vielleicht weil ich den da gerade weggeschossen habe, hat er der eine da überlebt. Sehr gut. Alter. Wo ist der jetzt hergekommen? Ach, da oben drüber. Okay, okay, okay. Er hat sich da mal rausgeschummelt da drüben. Geh weg. Warte, ich muss mal eben hier. Ah, hat doch geklappt. Ich habe ihn weggekickt. Sehr gut. Nur es gibt keinen Knopf dafür. So. Vierter Stock. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Mm-mm. Titan Heights. Titan Heights. Comfortable living, convenient location. Okay. Ja. So, was haben wir hier? Der Aufzug wurde das letzte Mal von IM gereinigt. Okay. Ja, eigentlich ganz gut. Ne? Also hier könnte man nochmal so ein bisschen mit so einem Spezialreiniger über den Teppich gehen. Weil da einfach so ein bisschen durch ständige Drüberlaufen einfach schon so ein paar, ja, Bereiche, die einfach schon so ein bisschen abgelaufen sind. Und ja, ne, hier könnte man nochmal so ein bisschen mit so einem, weiß ich, mit so einem Lackstift, ne, was auch so für Autos gibt, für Autolack, gibt es bestimmt auch für Fahrstuhlwandlack, ne, gibt es bestimmt auch so einen Lackstift. Und da einfach nochmal ein bisschen drüber gehen. Ah, da auch, ne, aber sonst IM, muss ich sagen, gute Dienste geleistet.
Warum sitzt er da so einfach? Also ich meine... Wer sind Sie? Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles gut. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum funken Sie mich an? Isaac! Isaac, passen Sie auf! Isaac! Isaac, hier drüben! Aber Hauptsache... Gut, aber jetzt ist auch nur noch die Hälfte vom Gesicht da. Der Rest ist nicht mehr existent. Okay. Naja. Aber... Nochmal, warum saß er da so halbnackig? So halbnackig da so irgendwie so hingesetzt? Monster hat ihn irgendwie so erstmal halb gegessen und dann einfach noch so, oh, aber ausziehen könnte ich dich auch. Für ein paar spezielle Aktivitäten. Deswegen habe ich die nicht komplett aufgegessen, sondern nur so halb. Damit wir die anderen Sachen noch machen können. Oh, guck mal. Wunderfutter. Was haben wir da? Da haben wir eine Kamera. Kann man da irgendwas sehen? Ey. Alter, er hat einfach das Hundefutter ausgekippt. Arsch. Isaac, du Arsch. Da kann man nicht rein. Aber irgendwie so eine ziemliche Spanneranlage da am Eingang. Da kann man auch nicht rein, glaube ich. Hier oben ist also der Sexbereich. Wo dann quasi Leute kommen und da irgendwie da am Anfang... Guck mal, hier oben ist irgendwie so ein Geldschlitz. Da kannst du dann so einen 50er reinstecken und dann geht die Kamera für 5 Minuten an oder so. Okay. Also hier oben sind quasi so die Wohnbereiche, ne? So, auf der anderen Seite, da geht es ganz schön ab. Da will einer durch, ich kann dir leider nicht helfen. Alter, Alter. Stimmt, wir können auch mal ein bisschen Munition sparen und der einfach mit von Hand da einen drauf knallern. Vor allem, wenn die alleine sind, ne? Dann macht es, glaube ich, mehr Sinn, da einfach von Hand ein bisschen auf die Clubschi zu hauen. Ja, ja. Ah, so ein Säurepeter. Das war jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber gut. Oh, wir haben ein... Ich dachte gerade, irgendwo pinkelt einer. ein Pinkel-Alien. Leichtes Aggressionspotenzial. Und leichtes Aggressionsproblem vor allem, wollte ich eigentlich sagen. Aber hier ging auch Party. So allgemein. Also irgendwie ging es hier richtig rund. Habe ich so das Gefühl. So, kann man nachladen. Hörte sich erst ganz anders an. Also was ich da zuerst gehört habe, hörte sich ganz anders an. Ich kann dir leider nicht helfen. Wäscherei. Okay.
Wird da einer in der Maschine gewaschen gerade? What the fuck? Was geht da denn? What? Aber wie er immer so krölt, so. Yay! Sie! Sie! Ausfall des Energieversorgungsnetzes. Netz wird umgeleitet. Bitte warten. Ja, ja. Ich fühle keinen Zwang an. Kein Stress. Kein Stress, fühle keinen Zwang an. Ich sehe überhaupt nichts. Alter. Oh Gott, meine Nase hat gejuckt. Das war ganz unfair. Dieser Arm. Dieser Arm, der da einfach durch die Gegend gehumpelt ist da gerade. Oh Mann, ey. Ah, je, oh je, oh je, oh je, oh je, ey. Nein, ich hab's nicht aufgemacht. Nein, 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 ich wollte nur die Sachen da aufheben. Stopp. Ich war noch nicht so weit. Mach doch nicht so einen Unfug. So einen Unfug. Ach Gott, meine... Was, warum juckt denn jetzt meine Nase, ey? So, habe ich die schon? Ja, okay, die habe ich schon. Gut, dann sind wir so weit. Sind die jetzt eigentlich alle geflüchtet, oder? Warum ist jetzt hier so allgemein niemand mehr? Fehlfunktion, ja, das sehe ich. Ah, hier ist die Ding, wo vorhin einer gekloppt hat. Ah, da vorne liegt der Typ. Haha, aber der... Das Ding ist weg. Das, was daneben dran lag. Scheiße, 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 scheiße. Super, duper, scheiße, ey. Super, duper, scheiße. Echt, ey. Richtige mördermäßige Super-Scheiße. Mann, oh Mann. Mach auf die Tür! Ich komme mit guten Gaben! Mach es, Junge! Na gut, dann nicht. Oder ist es der hier gewesen? Schade, dass sie da nicht darauf reagieren. Man könnte ja irgendwie sagen, ja, ich komme, ja, gehen Sie jetzt. Naja. Zu viel erwartet. Aber gut. So. Titan Teil 1. Serie, die Geschichte der Raumfahrt. Titanstation, die Eroberung eines Mondes, Teil 1 von 2. Die Planetenausschlachtung wurde in den Dekaden nach der Entdeckung der allgemeinen Feldtheorie möglich, die es uns erlaubte, das Gravitron in der gleichen und gewohnten Weise wie das Elektron zu nutzen. Mit der Einführung von umfangreichen Anwendungen zur Gravitron-Steuerung wurde den Abbaukonsortien schnell klar, dass sie ein neues Werkzeug an der Hand hatten. Shockpoint-Antriebe steckten noch in den Kinderschuhen. Somit stand ein
extrasolarer Abbaubetrieb nicht zur Debatte. Und die Gefahren der Planetenausschlachtung waren noch unbekannt. Der Saturnmond Titan wurde als Standort der ersten Mondernte, wie es damals hieß, auserkoren. Saturn war gerade so weit von der Erde entfernt, wie die Konsortien gehen wollten, um noch vernünftig und zeitnah mit Materialien und Arbeitskräften versorgt werden zu können. Okay. Naja, ne? Geht so. Hat ja gut funktioniert. Meine Herren, ey. Hat ja super gut funktioniert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass bei denen auch noch irgendwann irgendwas aus der Tasche purzelt. So, da haben wir irgendwelche Entsorgungsschächte. Können wir leider nichts machen. Warte mal, ich schmeiß mir aber noch mal eben kurz ein Medipack rein. Zumindest für einen Strich mehr. So, wollen wir mal gucken, wo es jetzt hier lang geht. So, los geht's. Überall sind Necromorphs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Sie haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Tideman will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Christine Power. Dana? Verdammt. Aber wie wollen die denn einen bauen? Wissen die, wie man einen baut? Komisch.